Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World 3. Es ist ein neues Add-on rausgekommen und zwar die Midland Mainline, Leicester Derby und Nottingham von Skyhook Games. Und ja, dieses Add-on hat so ziemlich in sich, denn die Bewertungen sind größtenteils negativ. Es gibt kaum was Positives und deswegen freue ich mich umso mehr, mir das Add-on mal anzuschauen und zu gucken, ob es sich denn lohnt, dafür Vollpreis zu zahlen. Ich bin die ganzen Kritiken mal durchgegangen und habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Und die würde ich euch mal ganz kurz durchgehen, was denn so die Kritikpunkte sind, damit wir uns schon mal seelisch drauf einstellen können, mit was wir es dann gleich zu tun haben. Also, ganz oft kommt vor, dass die Stationen gar nicht so wie das Original aussehen. Das habe ich mehrmals jetzt schon gelesen. Das ist etwas, was ich natürlich nicht bewerten kann, nachdem ich die Strecke im Original nicht kenne. Es fehlt wohl einiges an Szenerie, was in echt halt schon da wäre. Von der Class 158, die mit dabei ist, sind die Türfunktionen teilweise defekt und Button-Mappings sind verdreht. Beim HSD geht die Kupplung nicht auf. Teilweise fehlen bei den Stationen Brücken oder Passagierwege. Die Passagiere an sich backen wie immer, heißt es wohl. Und der Sound der 158er ist wohl nicht so wie in der Realität. Dabei wird aber der HST gelobt, denn der kommt ja mit der VP185 Engine daher. Also der Successor von der Volanta, glaube ich, Motor war es im Original. Und der klingt wohl richtig gut, auf das freue ich mich schon. Bahnübergangslichter gehen wohl nicht und Gleisgeschwindigkeiten stimmt teilweise auch nicht. Ja, so viel mal zu den Hauptkritikpunkten. Die ganze Strecke kommt mit den Szenarien, die ihr jetzt hier da seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir werden jetzt erstmal keins davon spielen, sondern wir werden erstmal einen Fahrplan starten und schauen uns dann erstmal die Zugmodelle an, bevor wir da überhaupt mit irgendwas fahren. Okay, also, wir gehen in die Midland Mainline, Fahrplan. Und nehmen wir als erstes mal die Class 158. Ja, weiter. Offiziell. Keine Ahnung, irgendwas zur Mittagszeit. Ist ja jetzt eh egal. Man sieht ja schon ein bisschen die Strecke. Wie so ein schönes Dreieck hier. Und sagen mal beginnen. Und dann schauen wir uns mal den Triebwagen an, was der so denn so kann. Und dann den HSD, bevor es dann auf die Strecke geht. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern mit dem Laden und da wären wir auch schon drin. Okay, schauen wir uns mal den Führerstand an. Fahrgastraumbeleuchtung machen wir an. Das sieht auf den ersten Blick okay. Das nächste Destination Board können wir leider nicht einstellen. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr schade, wenn sie das hier schon drin haben. Das sieht okay aus. Kann ich mal den Motor hochdrehen lassen? Ne, okay. Vielleicht innen neutral. Würde das gehen? Nö, reagiert er nicht drauf. Dann gehen wir mal ganz kurz Gas in vorwärts. Warum lasst du mich nicht? Weil Bremse angelegt. Ja. Ist dann jetzt in neutral? Nö. War vermutlich wirklich ein Gang hier. Ne? Hallo? Vorwärts? Also. Vorwärts? Also ich hätte jetzt mal gesagt, das klingt okay, keine Referenz zum Original. Wir bleiben da vorne dann gleich wieder stehen, weil ich will mal eigentlich nur das Modell erstmal ansehen. So, einmal vollbremsen. So, geht die Tür hier? Jo, die geht schon mal zum Durchgehen, wunderbar. Schauen wir uns mal das hier drin an. Ah, interessant. Das funktioniert. Das geht auch. Fahrgastraum. Ja. Ja, ich glaube, das kann man erstmal so lassen.
Toilette hier. Ah, wir haben wieder diesen Soundpark beim Durchgehen. Hier bei der Außensound. Innensound. Okay. Durchgang auf hier. Okay, nee. Der andere Führerstand. Schauen wir das mal von außen an. Der besteht drin. Das ist aber dezent klein. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Originalgröße ist. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. Ja, okay, das ist ein bisschen unschön. Sieht das eigentlich vom Unterbau okay aus? Textur sind. Mhm. So viel zu den Bugs. Ist das jetzt überall so? Warum? Abgesehen davon. Was ist mit dem Spurkranz passiert? Ja, also die Räder sind dezent durchgefallen. Das sieht scheiße aus. Nope. Lass mich nicht vergessen. Nein, schon okay. Was ich das beim HSD dann auch nochmal anschaue, aber beim HSD kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Nachdem sie den ja schon mal gehabt haben. Wir machen Sound, dass die Tür zugeht. Okay. Ja. Durchwachsen. Durchwachsen. Alles klar. Gut, dann schauen wir uns das nächste Mal den HST an. Was der so kann. Und dann schauen wir uns mal die Strecke zumindest teilweise an. Und bilden uns da unsere eigene Meinung. Also Strecke auswählen, Midland Mainline, Fahrplan, HST. Ja, den da. Irgendwas da, Mittagszeit. Beginnen. Mit dem könnte man dann eigentlich auch gerade fahren. Nehmen wir den mal um 14:32. Na, so lange dürfte es. Ja, genau. Wunderbar. Okay. HSD von innen. Hat sich jetzt nicht so viel verändert zu dem alten HSD. Aber eine Sache ist mir bei dem bereits aufgefallen. Und zwar das hier. Wir haben hier einmal DRA isolieren und auch hier DRA isolieren. Das hier ist DRA. Das ist ABS. Weiß nicht, wenn man das falsch kriegt und als Release das so falsch macht. Aber okay. Ja. Widerstand erstmal im ersten Blick okay. Gehen wir mal raus. Der Sound ist wirklich geil. Also ich bin vorher schon mal 1-2 Kilometer mit dem gefahren. Der ist wirklich, wirklich geil. Die Klappe hier vorne geht wirklich nicht auf. Die Tür funktioniert. Schau mal hier aus. Ja, da mein Spurkranz. Okay. Aber sieht auch irgendwie ein bisschen mehr aus. Aber wenigstens ist einer da. So, einmal hier rauf. Und das war auch eine Kritik. Diese Gepäcktür wäre eigentlich in Funktion. Das steht sogar da. This door is currently maintained and available. Aber wir können diese Tür nicht aufmachen. Das ist ein bisschen ein Fail. Detail, aber es ist ein Fail. So, schauen wir uns mal die Wagen an. Hier können wir nicht durch. Door unlocked. Door unlocked. Ah, okay, die sind hier am Eincheck. Okay, ich gehe mal hier. Innenraum. Ja. Glaube ich, kann man erstmal lassen. Ist auch keiner am Rumglitschen fürs Erste. Okay, gehst du auf? Gehen wir mal durch, ob wir da andere Wagen haben. Bist mal bis ganz nach hinten. Alle relativ gleich hier. Ah! Jetzt sind wir jetzt hier First Class. Coach A. Und Bistro, was geschlossen ist. Schade.
Und da geht's weiter mit der... Nein! Spiel, lass mich doch! Ich will erst mal schauen, was hier alles so abgeht. Und da hinten... Oh, Fenster geht auch auf. Hammer, die B-Unit. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen kleinen Ausflug auf der Strecke. Und schauen wir mal, wie das so ist mit einer HST. Sind halt dezent schon ein bisschen verspätet. Oh cool, die warten ja sogar hier drinnen. Nettes Detail. Südele, Tür auf. So, Tür nicht riegeln. Die habe ich angemacht. Abschlüssel freigeschaltet und nach vorne. Okay, wir machen die Zugversorgung an. Moment mal. Muss das eigentlich jetzt mit der Drehzahl nach oben gehen? Also Train Supply ist schon an. Okay, also eigentlich müsste da mit der Drehzahl ein bisschen nach oben gehen, wenn ich das mache. Das tut er hier nicht. Parkbremse an. Parkbremse aus. Hä? Ah, okay, I see. So, sonst irgendwelche Spezialitäten. Nee, Spitzensignal. Tagscheinwerfer und Signallichter. Nachtscheinwerfer, Hecklichter, Signallichter. Sieht so aus. Okay. Ja, dann machen wir mal die Türen hier zu. Bremsen lösen. Sehr gut. Ab die Post. Wir können mal das Zukommen testen. Ja, das kann man durchgehen lassen. Das passt. Ja, doch, der Sand gefällt mir. Ach nö, die Wagen haben wieder dieses Quietschen. Ja, mal kurz Vollgas für den Sound. Oh, ich habe die Tür doch offen. kann ich es mal zumachen? Danke. Oh ja. Sound haben sie wirklich gut getroffen. Und auch hier drin. Ja, doch. War schon mal ein kleiner Pluspunkt. Ist ein bisschen überbeleuchtet, ne? An der Seite. Oh, geht da, steht ein aufgeteilter Glas für das 7. Ja, cool. Tatsächlich mal ein bisschen was rum. Da wurde eine Trennung gemacht. Das ist vermutlich ein bisschen add-on abhängig, was hier da steht an Looks. Das ist nur die Vermutung. Und sollten da die Sprellböcke sein? Ja, ja. Hä? Okay. So, Interface wieder rein. Schauen wir mal, wie die Strecke so von der Landschaft her ist. 6,8 Meilen Long Eaton Station.
Also ich weiß nicht, aber teilweise sind die Texturen echt ein bisschen verwaschen. Ich würde am besten die Kamera hier. Wo wir mal besser umschauen. Also jetzt als Nicht-Kenner der Strecke sieht zumindest der Part eigentlich ganz okay aus. So, gleich 100. Aber vermutlich eh nicht lange. Es ist halt echt ein bisschen uncool, dass man hier die Schwellen auf der Distanz einfach de facto nicht sieht. Sie sind da, aber verschwimmen. Moin, Kollege, und ciao. Was ich jetzt noch nicht ausgetestet habe, ist, ob man mit den HSD endlich Liveries gestalten kann. Das wäre nämlich endlich mal schön, wenn wir den HSD in unterschiedlichen Liveries haben. Ging ja mit dem alten leider ein bisschen nicht. Warum auch immer. Durchziehen auf 110. Sehr nice. Ja, man sieht auch ein bisschen die Ferne recht gut. Sieht von der Landschaft her eigentlich ganz okay aus. Nur, lass euch mal diese Renndistanz an. Die ist gerade nach vorne. Geht das nicht weiter? Das ist. Es sieht so unschön aus, wenn es direkt vor der Nase hat, alles reinlädt. Oh, runter mit der Leistung. Oh, knapp 3 Meilen anhalten. Das kriegen wir hin. Und dann schauen wir mal, was die Passagiere gleich machen werden. Ich freue mich schon auf den Tag, wo sie mal diese Pico-Ruckler endlich mal beheben. Das wäre so ein Fest. Ah shit, jetzt habe ich beim Bahnübergang gar nicht geschaut, ob die Lichter gehen. Schau ich mal, ob ich das beim nächsten sehe. Okay, 0,8 Meilen. Jetzt ist sehr gut, dass wir da jetzt abbremsen müssen. Nachdem irgendjemand vor uns schleicht. Bei 80, dann müsste da hinten eigentlich gleich mal 70 kommen. Also ich auf der Foodstation halten wir. Ich habe mich jetzt dezent verbremst. Komm, geh mal runter, bitte.
Boah, gerade noch so. Okay, bevor ich die Türen aufmache, erstmal Kamera positionieren. Okay, das ist tatsächlich mal normales Einsteigen hier. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, was man sammeln kann. Ach, jetzt was? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Sammelteil ist. Was? Warum kann ich da nicht... Ach, nicht hinterfragen. Nein! Oh doch, ich komme vorbei. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ja. Okay. Na dann, ab zur nächsten Station. Was kann ich eigentlich hier starten? Was? Keine Schneeausforderung für mich. Okay. Oh, einmal vorbeiglitschen. Wieder einsteigen. Zödele, Türen zu. Hier kam ja... Bremstest, okay. Ist nicht der Bremstest? Ich weiß es auch nicht. Wer den Bremstest beim HST macht. Okay. Spielerei. Wir müssen weiterfahren. Nächster Halt. In 2 Meilen East Midland Parkway Bahnsteig 2. Aber wir sind wieder so ein Regional-HST. Aber für ein Regional-HST haben wir ein bisschen zu viel Wagen. So ein HST in Doppeltraktion, das war eigentlich mal witzig. Wird bestimmt geil ausschauen. Und das Wetter wird jetzt richtig gut. Einmal dichter Nebel. Ein bisschen blöd zum Strecke anschauen, wenn wir jetzt hier so einen Nebel haben. Ja, ganz kleine Verspätung. Aber gut. Geht ja jetzt nicht darum, hier wirklich pünktlich zu sein. Ich erinnere mich an den Part, habe ich einmal in TS Classic mal diese Zugbeobachtung gemacht, wo ich einfach da gestanden bin und den Zugverkehr gefilmt habe. Irgendwo in den Tiefen der YouTube-Bibliothek gibt es das Video. Das ist genau dieser Streckenabschnitt. Holy shit. Das nenne ich mal ein größeres Kraftwerk hier. Das kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Alles klar. Da passt jetzt wenigstens von der Bahnsteiglinge. Auch wenn ich da jetzt schneller hätte reinfahren können.
wisst ihr was? Wir fahren das jetzt mal nicht mit einem HST weiter, sondern wir haben mit der Class 158 weiterfahren. Einfach nur zum Schauen, wie die sich so verhält beim Fahren. Und dann fahren wir einen anderen Streckenabschnitt. Denn... Bleibt mal stehen, bitte. Wir werden jetzt hier gefahren. Einmal kurz nach dem Plan. Fährt zugeordnete Fahrzeuge einsteigen. Der wäre noch Lancaster gefahren. Okay, dann starten wir in Lancaster einfach mal. Hauptmenü. Einmal, dass wir beiden ein bisschen Strecke gemacht haben. Zu den Zügen, Strecke, Midland Mainline, Fahrplan, du. Haben wir irgendwas, was in Lancaster da irgendwie? Ah ja, da. 12:28. Bitte einmal starten. Okay. Dann machen wir dich mal vorbereit. Hauptschlüssel rein. Richtung Wender bitte nach vorne. Sehe ich irgendwie nicht so wirklich einen Unterschied. Zugzielanzeige Isolation ein. Okay. Leuchten die mal hoch. Widerstandsbeleuchtung ein. Ja, ich will ja nichts sagen, aber Beleuchtung ist so nicht vorhanden. Crew-Beleuchtung. Ah, jetzt. Oder? Hä? Ich glaube, so ein bisschen hell wird's. Aber man sieht es jetzt kaum. Kompressorbeschleunigung funktioniert ja. Zugspitze. Ich habe aktiv nichts gemacht jetzt. Was war das denn jetzt? Warum bist du jetzt rausgegangen? Oh. Okay. Die Art, das geht an. BBS hätten wir hier. Was haben wir hier nur so alles? Sicherung, Zugsteuerung geschlossen. Sicherung, Sicherung, Sicherung. Moment. Bildschirmsheizungssicherung geschlossen. Isoliert? Nein, das machen wir nicht. Oh. Traktionssperre normal. Gasraumbeleuchtung bitte ein. Okay. Ja, dann machen wir die Türen auf. Störleuchtenprüfung. Man sieht nichts. Motorstart, Motorstopp. Signal ankuppeln. Das geht. Ah, okay. Das erkennt er, wenn ich aufstehe. Sehr gut. Sonst. Immer keine besondere Steuerung mehr. Heimansitz, Scheibenwischer. Ist hier die Notüberbrückung normal, DRA normal, ABS bitte normal. Normal. So, bin schon da. Okay, Türen verriegeln. So, das passt. Hä? Hey, warum lässt du mich jetzt? Achso, ja, klar. Ich habe ja das hier angemacht. Jetzt soll es aber gehen. Also rein so jetzt vom ersten Eindruck habe ich jetzt nicht sehr viel zum Aussetzen. Ich meine, solche Texturen sind halt wieder unschön. Das muss nicht sein bei Vollpreis. Kann ich eigentlich so die Lichter umschalten? Ne, das geht nicht.
Zugriete Tag, Spitzensignale aus, nur Heck, nur Signallicht. Okay. Das funktioniert. Dies auch. Und Tag, Spitzensignale. Ja, okay. So, Maximum Schmackes. Also, es geht halt schon irgendwie gar nicht. Wie kann man das nur übersehen? Es sieht furchtbar aus. Ich fahr zu schnell. Scheiße, EBWS wird mir da eins reinhauen. Oder auch nicht. Hat aber Glück gehabt. Ach man, warum kann ich doch keine Codes eintippen? Das ist eine Kleinigkeit. Was jetzt bei der noch interessant wäre zum Testen ist, dass wenn es nass ist, zu sehen, ob die Räder durchdrehen, wenn ich vom Stand aus Vollgas gebe. Aber ich glaube, das werde ich zumindest mal in dem Video jetzt nicht testen. Schauen, was gleich die Passagiere machen hier beim Einsteigen. Flycam hier. Also die Umgebung finde ich jetzt persönlich okay. Ich meine, die, was halt gesagt haben, dass die Umgebung teilweise so überhaupt nicht stimmt und die Stationen nicht passen, zum reinen Vorbild sind die, was halt damit täglich auch rumfahren. Also zwei von denen haben das auch geschrieben, dass sie da täglich auf der Strecke unterwegs sind. Ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht so stört, nachdem ich die Strecke kenne, weil es so gut aussieht. Aber wenn man natürlich tagtäglich mit der Strecke fährt und man sieht dann das Addon hier und es sieht dann halt nicht wie in echt aus, vor allem die Station nicht, dann ist es natürlich sehr enttäuschend. Ich habe das jetzt ja... Okay. Oh, ein bisschen langsamer. Ich bin mit der Beleuchtung nicht zufrieden. Also ich tendiere dazu, mal irgendwas bei Nacht. Also das ist schon irgendwie meh. Ich glaube, wir starten hier nochmal irgendwas bei Nacht, um zu schauen, wie das aussieht mit der Beleuchtung hier. Was haben wir eigentlich hier? Heizlüfter. Was auch immer das hier ist. Was ich noch gelesen habe, ist, ich weiß jetzt aber nicht, ob es bei der 158 war oder beim HST, ich glaube es war beim HST, du kannst wohl eine Tür sperren für den Zugbegleiter und wenn du den Schließvorgang einleitest,
dann sollte die Tür nicht zugehen, sondern offen bleiben. Und die geht wohl zu. Oh, wo ist die Station? Okay, also das ist späte Rennploppen, das ist wirklich nervig. Das ist ein sehr kurzer Bahnsteig. Bei dem ich mich schon mal wieder verbremst habe. Das war aber literally das allererste Mal, dass ich mit dem Teil gefahren bin. Also, in Transit World. Türen? Okay. Habe ich da jetzt aufgemacht, ja. Na, schafft sie es mit dem Einsteigen? Will jetzt vorne einsteigen. Ah ne, vorne ist zu. Wieso bleiben die nicht offen? Press when illuminated. Ach, weil das nicht leuchtet, obwohl die Freigabe da ist. Okay. Einer hat das in die Kommentare reingeschrieben, dass die Türlichter nicht funktionieren. Das ist vermutlich das hier gemeint. Vermutlich leuchtet es hier, wenn die Freigabe da ist, dass du hier halt drücken kannst. Und das tut's halt nicht. Okay, keiner will hier mehr einsteigen. Machen wir hier das mal kurz zu. Ah, falsche Seite. Ändert sich da was? Auch das da, ne? Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist unschön. Und dafür Vollpreis. Und ist sonst nur irgendwo hier. Okay, müssen wir mal. Kann ich auch während der Fahrt dann schauen. Haben wir eigentlich wieder so ein Rad, was ich da... Why? Wieso? Wenn ich die Bremse wieder reinmache? Nö, kein Effekt. Wieso? So, was muss doch auffallen beim Quality-Test oder Beta-Testen. Ich verstehe es nicht. So, Maximum Schmackes. Ich glaube, bei der nächsten Station werden wir mal kurz irgendwas in der Nacht laden. Ich möchte wissen, ob die Lichter sauber funktionieren und vor allem die Fahrgastrahmenbeleuchtung. Oh shit, wir sind zu schnell. Habt nicht aufgepasst. Hä? Hey, Moment. So. Okay. Was man bei den Schildern sieht, die sind so 100 Meter vor dir unscharf. Ja, die werden jetzt zum letzten Drücker scharf. Ich glaube, wir haben ja da wirklich was Interessantes zum Spielen hier.
Ziemlich ländlich hier. Aber es ist auch im Original hier. Ich sag, mir gefällt die Landschaft bis jetzt. So, 1,3 Kilometer. Hoffentlich kann ich diesmal mal sauber anhalten. Und ich denke mal, in einem separaten Video werde ich die ganze Strecke einmal abfahren. Ich glaube, es ist eine Stunde, anderthalb, was man da unterwegs ist. Und dann können wir das, die Strecke so nochmal anschauen. Jetzt beim nächsten Halt machen wir erstmal den Nachttest. Weil ich finde diese Lichter hier ein bisschen süß. Yards. Hier nach der Kurve. Okay. Es ist wieder so ein kleiner Mini-Haltepunkt hier. Für das kleine Dorf hier. Okay. Auch da, habt ihr es gerade gesehen? Es ist total spät reingeploppt. Okay, ich wollte gerade schon fragen. Wie kommen die auf die andere Seite? Ja, ich weiß. Lass mal kurz gucken. Okay, das ist eine Unterführung. Kommen wir da auch rein? Okay. Und da geht's auf der anderen Seite wieder hoch. Ah, lass mich durch. Dass es jetzt hier gerade ein Dauerpiepsen ist, ist ein bisschen blöd. Stellen wir mal lieber da ein, weil das will ich jetzt nicht. Ja, wobei, andererseits. Wir könnten jetzt eh. Vielleicht zwei Eimer, die umkippt sind. Wir könnten jetzt eh erstmal den Nachttest machen. Und so schauen, ob wir irgendwie eine Art Beleuchtung haben. Zu den Zügen, Strecke auswählen. Nehmen wir mal Fahrplan. Du, bitteschön. Irgendwas in der Nacht, wenn es geht. Ja, Betriebswerkssachen. Okay. Perfekt, mitten in der Nacht. Warte mal, konnten wir nicht irgendwie eine Taschenlampe machen? Nee. Okay, Instrumentenbeleuchtung. Ich hab's doch gewusst, dass das nicht funktioniert. Also das ist zwar Dauer an, aber der Schalter macht überhaupt nichts. Wissen wir das schon mal? Das funktioniert tatsächlich. Das auch. Okay. Das mit der Kompressorbeschleunigung geht halt nicht. Zeigt nichts an. Das funktioniert auch. Oh, den Service ist aber auch wieder klein. Fahrgastraumbeleuchtung. Das ist an. Was ist, wenn ich dich ausmache? Das funktioniert auch. Okay. Gut, das wollte ich sehen. So. Da hat man noch die Frage, ob das hier auch funktioniert. Aber ich meinte jetzt, bei der ersten Testfahrt hat er ja hier irgendwas angezeigt gehabt. Okay. Beleuchtung ist in Ordnung. Bis auf die Instrumentenbeleuchtung. Auch das hat einen Effekt da vorne. Okay.
Das könnte man natürlich beim HST nochmal schauen, ob das geht, aber ich denke mal, ja. Ich würde es gern wissen, ob das mit der Kompressorbeschleunigung funktioniert. Warte mal, Motorstopp. Das funzt. Ach, Moment mal. War das nicht so? Gab es da nicht eine Stellung? Ja, ja, ich weiß. Nur Motor. Warte, Neutral. Geil, jetzt habe ich den Motor killed. Oder kommt er? Was war denn das jetzt für ein Motorstart? Kann ich das nochmal von außen hören? Okay. Also der Start klingt irgendwie merkwürdig. Lass uns das mal beim HST machen. Genau das gleiche. Also wenn, dann schon überall testen. Zu den Zügen, Strecke, du bitte. Fahrplan, HST, danke. Irgendwas, was dunkles. Ja, ist egal. Hauptsache dunkel. So, da, Spitzensignale. Ich hätte mich da Nachtscheinwerfer. Dunkel. Okay, Beleuchtung hätten wir da. So, LED. Ach du Heilige, der LED-Test funktioniert. Dass ich das nochmal erleben darf. Ich hätte gern Abschlüssel freigeschalten. Neutral. So, dann machen wir hier mal Motorstopp. Okay. Keine schlechte Aufnahme. Gefällt mir. Wenn jetzt der Start genauso gut ist, dann bin ich happy. Oh yeah, sehr geil. Wow. Das klingt ja mal richtig sexy. Ich glaube, das ist der geilste Motorstart, den ich so in den Simulator gehört habe. Sehr, 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 sehr geil. Okay, da kann man wirklich nichts sagen. Langsames Tempo. Tempolimit ein. Tempolimit aus. So, schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Vorwärts. Kann man Bremsen lösen. Hattest du nicht auch nicht. Warte mal. Nee, echt jetzt? Achso, da ist es das da. Okay. Windschutzscheiben, Entfroster, ABS-Isolierung isoliert. Moment mal. ABS, was bist denn du gewesen? Bist nicht der? Ah. Ah, warte mal. Das ist DSD. Siva. Okay. Wo ist... Warte mal, LED-Test. Das ist nicht das, was ich suche. Wo ist denn diese Beleuchtung? Ich... Man kann doch den... Warte mal, Lokführer Summer? Ah, da.
Was zum... Das sieht ja mal richtig furchtbar aus. Was ist denn hier schiefgelaufen? Vor allem die Dimmung... Boah, das kannst du ja so nicht lassen. Boah, nee, da glaube ich, da fahre ich lieber ohne. So, langsam Fahrtest. Und das? Langsames Tempo. Das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Da kann es jetzt aber auch sein, dass ich da irgendwas falsch mache. Sag mal, ich bin hier gleich an meinen Gleisen. Ich glaube, ich fahre hier auf Nebengleis. Ich tue mal ganz kurz recherchieren, wie das hier richtig funktioniert. Damit ich das entsprechend nachmachen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, liebe Leute. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt tatsächlich keine Info dazu gefunden, wie bei der Class 43 das Low Speed Control funktioniert, respektiv wie sie gemeint ist, dass sie funktioniert. Also ob es eine Abregelung ist, dass sie zum Beispiel nur 5 oder 10 Meilen pro Stunde fährt. Oder was auch gibt, dass einfach hier die dass nicht alle Fahrmotoren aktiv sind, dass sie halt langsamer wegfahrt. Keine konkrete Info dazu gefunden, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es funktioniert, wie es funktionieren sollte oder nicht. Also das lassen wir mal ausgegraut. Wenn jemand weiß, wie das bei der Class 43 theoretisch funktionieren sollte, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, es bleibt noch ein bisschen aus, dass wir hier mal die ganze Strecke abfahren. Ich denke mal, die Strecke an sich wäre schon schön, wenn da nicht diese Mülleimer wären. Und da werden wir mal so eine kleine HST-Tour fahren, aber nicht mehr in diesem Video. Es ist halt schade, dass wir wieder die Bugs haben. Und ein paar sind wieder dabei, die echt unnötig sind. Vor allem für Vollpreis. Würde ich sagen, nee. Die Mega-Kritikpunkte, dass die Stationen teilweise nicht dem Original entsprechen und dass die Szenerie falsch ist, ja, kommt davon, wie man die sieht. Ich meine, grundsätzlich sieht es schön aus, wenn man natürlich sagt, das soll jetzt modern sein und wenn man halt von der Gegend ist und man kennt es, dann ist das natürlich schon ein sehr großer Minuspunkt, dass es teilweise nicht getroffen worden ist oder dass Bahnsteige falsch sind und so weiter. Mein grundsätzliches Fazit... Fürs Erste, das ist nicht mein finales Fazit, würde ich sagen, okay-ish, auch wenn ich dafür keinen Vollpreis zahlen würde. Also wenn das irgendwie mal minus 40% ist, minus 50%, ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Aber dafür so viel Geld ausgeben, ich meine, für mich hat es allein schon nur wegen dem HST gelohnt, weil der Sound von dem... Ist jetzt mal mega geil, wenn man jetzt hier Liberis natürlich raufklatschen kann, umso geiler. Also, nur für den müsste es für mich schon lohnen. Also, ja. Und die 158er, mit der wir so ein bisschen öfter fahren, jemand hat außer seine Schönheit, also, für das ist ein Fehler, die einfach nicht sein müssen, also wie gerade hier die Räder und solche Sachen, das muss einfach nicht sein. Ja, gern eure Meinung und. Nein, würde ich nicht übergeben. Und ja, ich werde als nächstes dann mal hier die komplette Strecke abfahren. Dann haben wir das auch mal gesehen. Aber ansonsten sieht es erstmal okay aus. Aber wie gesagt, warum kann man da nicht ein bisschen länger warten mit den Release und dann kann man diese kleinen Kinderkrankheiten beheben? Das muss einfach nicht sein, finde ich. Vor allem Skyhook, das hätte wirklich nicht sein müssen. Lasst euch doch mal Zeit mit sowas. Aber es wirkt so, als wäre es ein bisschen unter Druck rausgekommen. Aber bei finale Wertung würde ich sagen, ist es mal Durchschnitt.
Ich dachte, das wäre schlimmer, gerade nach den ganzen Kommentaren. Ich meine, dass teilweise Signale fehlen und die Geschwindigkeiten falsch sind, das ist auch etwas, was ich nicht beurteilen kann, weil ich da nicht in echt fahre. Das, wenn die Leute so sagen, dann ist halt eine Aussage, die kann man jetzt glauben oder nicht. Ja, also wenn natürlich im Abstellbereich irgendwie 90 ist, wo normalerweise 5 wäre, dann ja, okay, das wäre dann offensichtlich falsch. Aber ja. Bin mir noch nicht sicher mit der Strecke. Aber ich habe mich auf Schlimmeres eingestellt. Das ist mal vorweg. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und als nächstes fahren wir mal die ganze Strecke ab. Und dann schauen wir, was uns da so alles begegnen wird. Bis dann. Ich wünsche euch Spaß. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.